Nemi ist wohl nach Astoria zurückgekehrt. Ich sehe hier keinen. Kann außerhalb des Traums keiner, der flüchtet. Hoffentlich wird sie in dieser Enge glücklich. Naja. Gut, dann, was müssen wir noch alles machen? Überfälle auf den Halbdrachen, wäre gut, das, sehe jetzt hier schon nicht. Ich sehe ja keinen Überfall. Machen wir einfach mal weiter mit den anderen Aufgaben. Noch hier eine Krebsfalle. Die reparieren wir jetzt einfach nochmal. Und da kommt jetzt kein Krebs. Jetzt machen wir einfach das nochmal mit diesem Wellenreiter. Ein Stoß. Der ist da unten. Geht ja relativ fix mit den Wellenreitern. Ich habe gedacht, die würden ein bisschen stärker sein, aber das ist ja Level 8 hier. Da geht das ja umso schneller. Haben wir hier nochmal irgendwo einen... Jetzt hat er uns gesehen. Was macht eigentlich diese Waffe hier? Sind die Fähigkeit streifender Schlag. Weicht dem Gegner aus und greift an. Wobei er dann verwundbar wird. Oh, da ist nochmal einer. Oh, da ist jemand gestorben. Ein Taucher. Den kann man ja auch helfen. Helft den Tauchern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofs ab. Aber hier greift uns jemand an. Soll ruhig machen. Wir erleben jetzt, wiederbeleben jetzt erstmal diesen Taucher. Macht und Ruhm! Ich könnte euch küssen. So. Danke. Kein Problem. Den hat jetzt schon der übernommen. Da ist noch ein Taucher. Dem helfen wir jetzt auch nochmal ganz kurz. Und dann können wir ja nochmal... Bereit für mehr. Das können wir ja nochmal machen. Ja gut, diese Überfälle mit zum Albtraumhof, die haben wir halt... Meine Dankbarkeit ist grenzenlos. In dem Fall... Naja, nichts wirklich gesehen, nicht gefunden. Außer es ist wirklich woanders. Dann müssen wir halt nochmal ganz kurz umschauen. Neunschwänziger Schlag. Was ist denn ein neunschwänziger Schlag? Ist das ein Krebs? Kupfererz. Was? Im Wasser gibt es Kupfererz? Das habe ich auch noch nie gesehen. Dann bauen wir es doch gleich mal ab. Auch wenn es da ein komischer Abbauvorgang war, aber naja, okay. So. Ich sehe aber hier immer noch keinen Angriff der Albtraumhöflinge. Da ist auch nochmal Kupfererz. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das doch einfach mal. Ja, und die Sounds sind wieder leicht verschoben. Schade, naja. Auf jeden Fall gibt es hier wieder ein bisschen mehr Spieler, als wir letztes Mal hatten. Ist doch schon mal was. Da ist nochmal eine Krebsfalle. So. Ah, da kommt jetzt auch einer raus. Ich trete in den Kampf ein. Ah. Durchsuchen. Das ist nochmal ein rasender Wellenreiter. Ja, wo ist er denn? Blockt euren Gegner und führt einen Gegenangriff mit einer Schlagserie aus. Erhaltet Initiative, wenn ihr nicht angegriffen werdet. Neues Event in der Nähe. Beschützt die lautlosen Dorfbewohner von dem Albtraumhof. Ah, okay, okay, okay. Das habe ich gesucht. Beziehungsweise das wollte ich noch machen. Das gehört dann wahrscheinlich auch zu dieser Mission da oben. Jetzt hoffe ich mal nur, dass die anderen auch kommen werden. Sonst wird das hier eine ziemlich monotone Geschichte, aber da gibt es schon jemanden, der uns hilft. Hat doch schon mal Vorteile. Die müssen wir jetzt hier alle schützen, diese ganzen Bewohner. Oder war es das schon? Verbleibende lautlose 8. Die werden dann wahrscheinlich dann nochmal kommen, oder? Weil sie der einzige Zugangsweg ist. Aber hier ist die ganze Insel eingerahmt. Nicht, dass die jetzt gerade auf der anderen Seite irgendwie kämpfen. Das wäre natürlich nicht so toll. Ja. Da sind sie. Danke. Ja. Na, komm. Also ich werde hier schon wieder geportet. Das finde ich schon mal ganz toll. Ja. Damit wäre diese Mission hier oben erledigt.
Also dieses Event, dieses Herzchen-Event da. Wir sind schon da, wir helfen dir schon. Okay, jetzt hat sie es leider nicht geschafft, aber naja, das... Obwohl, die hat es gar nicht abgezogen. Und jetzt allein... Ah, da kommen noch welche. Ja. Ich stehe in eurer Schuld. Kein Problem. Kein Problem. Da drüben gibt es da noch ein paar. Das war ein Krebs, aber das war es dann auch schon. Naja, diese Angriffe, die gehen anscheinend 4 Minuten lang, so wie es aussieht. Also insgesamt ganz, glaube ich, 7 Minuten. Da drüben ist, glaube ich, wieder ein Kampf. Ja. Auf in den Kampf mit uns. Ich stehe zu euren Diensten. Das will ich auch schwer hoffen. Da ist niemand. Gehen wir mal die andere Seite. Von hinten, wenn sie wahrscheinlich wieder kommen, von der anderen Seite der Insel. Ja. Sie kommen. Ein Sklavenhändler vom Albtraumhof ist das. Wieso werde ich denn hier immer nach hinten geportet? Hat man letzte Woche auch schon das Problem. Es ist ja... Mann. Haltet sie auf. Das gibt's doch nicht. So, 3 Minuten haben wir da anscheinend noch. Abzuwarten. Da finde ich interessant, dass da auch mal ein paar andere Spieler da sind. Sonst sind wir immer recht monoton dahin gelaufen. Unserer linearen Story gefolgt. Da ist noch mal einer. Ja, der wäre auch Geschichte. Dann gehen wir wieder nach hinten. Da wird bestimmt gerade wieder gekämpft. Beziehungsweise sind wieder eine auf dem Vormarsch. Der Brief ist, glaube ich, noch von der da oben. Von der einen Mission, die wir gerade abgeschlossen haben. Hm, aber hier scheint es ruhig zu sein. Da war auch nicht weiter Krebs. Da ist einer. Du bleibst schön da. Jetzt wirst du mal gefesselt mit unserer Ranke. Und dann können wir dich hier gut bearbeiten. So. Meine Dankbarkeit ist grenzenlos. Ja, das ist kein Problem. Ich helfe ja gerne. Ist, glaube ich, echt gescheiter, wenn wir hier oben rumgehen würden. Weil dann haben wir nämlich alles im Blick und müssen nicht so weit laufen, wenn wir hier irgendwie schauen wollen, ob irgendwo ein Angriff stattfindet. Aber da ist wieder jemand. Hüpf. Der ist tot. Wiederbeleben. Ich brauche Hilfe! Ist da wer? Das war's, glaube ich, oder? Ah ne, der ist noch da. Ich brauche Hilfe! Hier sind ja richtig viele. Sind ja richtig viele Spieler heute. Was ist denn heute los? Heute ist doch nur Samstag. Ich nehme doch immer samstags auf, da ist doch nie wirklich was los, aber heute ist echt. Naja, gut. Da ist niemand. Da ist was. Ah. Jubelt. Durchsuchen. Was hat er denn gehabt? Einen winzigen Dornenbeutel. So, 40 Sekunden haben wir noch. Dann hätten wir das ja auch... Hä? Ah. Hätten wir das ja auch erledigt. Dieses Elende zurückgeportet. Da ist ein Taucher, der ist hinüber, aber das ist jetzt gerade unwichtig. Da ist noch einer. Nur noch 20 Sekunden. Ja. Ja.
Ja, komm, den schaffen wir noch. Ich stehe in eurer Schuld. Wir werden angegriffen. Ich stehe in eurer Schuld. Event war erfolgreich. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch einmal die Post lesen, die wir da vorhin bekommen haben von ihr. Ihr seid jederzeit willkommen. Von Iona. Hallo, ich dachte, es wäre angebracht, dass ich mich für alles, was ihr getan habt, bedanke. Ihr seid den Lautlosen in wahrer Freundschaft verbunden und stets bei uns willkommen. Das Leben auf der Insel ist immer noch beschwerlich, aber wir halten durch und dafür haben wir einen guten Teil euch zu verdanken. Oder euch zu danken. Vergesst nicht, beim Marbon-Markt vorbeizuschauen, gleich im Osten der Insel. Dort gibt es bestimmt genügend zu tun für jedermann mit euren Talenten. Noch einmal vielen Dank, Iona. Alles nehmen, gerne wieder, würde ich mal sagen. Und schauen wir mal, ob sie hier irgendwas für uns hat, das wir benutzen könnten, beziehungsweise gegen Karma eintauschen können. Mit solchen Freunden werden wir es schaffen. Ihr seid hier stets willkommen. Ja, jetzt verkaufen wir erstmal unseren Schrott, den wir haben. Und dann gehe ich auch nochmal hier rein. Jetzt mache ich das ein bisschen größer, da zieht man ein bisschen mehr. So. Doppelklick und hier oben einmal auf alle Sammelgegenstände lagern. Dann haben wir jetzt hier noch einen Bogen. Gut, den Lederhandschuh, den können wir verkaufen, obwohl den kann ich, glaube ich, auch... Ups, wo ist denn meine Maus hin? Da. Kann ich, glaube ich, auch zerstören. Nein, kann ich nicht zerstören. Das kann ich aber zerstören. Zerfetzt jetzt die Kluft. So, und der Bogen, naja, den kann man mal lassen. Den kann man mal lassen, aber den, das hier werde ich verkaufen, denke ich. Rotkäppchen, Lederhandschuh. F. Mit solchen Freunden werden wir es schaffen. Ach, den kann ich. Ihr seid hier stets willkommen. Den kann ich gar nicht verkaufen. Mit solchen Freunden werden wir es. Mit solchen Freunden werden wir es schaffen. Ihr seid hier stets willkommen. Ja. Wir sind hier stets willkommen. Da ist ein Händlerschein, ob ich ihn hier verkaufen kann. Ich glaube nicht. Verzeihung. Nicht? Nein. Okay, dann muss ich ihn zerstören. Aber da gibt es einen Lederbeutel mit 4 Accountplätzen. Das bringt mir relativ wenig. Ich werde mir nochmal sowas holen. Ein schlichtes Wiederverwertungskit werde ich mir auch mal holen. Und den Rest Eisen. Wenn ich einen Bruder haben könnte, wärt ihr das. Ja, ich, da bin ich. Ich freue mich. Und umgekehrt. Ja, gut. Was war das? Auf jeden Fall werden wir uns jetzt auch mal ein paar Eisensachen holen, um eben auch ein bisschen bessere Sachen farmen zu können, die es dann hier demnächst geben wird in der Umgebung. Man sieht sich. Genau, man sieht sich. Und die Sachen, die werde ich jetzt einfach mal hier runterziehen. Das ist Eisen, das ist... Eisen und das ist Eisen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es die Sichel nur 50 Mal gibt. Keine Ahnung. Aber naja, das wird schon seine Gründe haben. Und das ziehe ich jetzt auch einfach mal nach unten. Also mit dem schlichten Wiederverwertungskit, das ist eben besser als das normale, als das kompakte. Da haben wir eben, glaube ich, 10% Chance auf seltene Materialien und 20% Chance, Aufwertungen zurückzuerhalten. Also Sachen, die ich hier reinweben kann. Hier steht zum Beispiel auch freier auf. Schon wieder. Was ist denn das? Also das bin nicht ich, das ist irgendwas im Spiel. Hier steht der freie Aufwertungsplatz und das sind praktisch diese Aufwertungen, die ich dann da zurückgewinnen kann, falls ich das mit dem schlichten Wiederverwertungskit zerlege. Und je mehr oder je höherwertig ich dann entsprechende, naja, Sachen wiederverwerte mit diesen Kits, desto höher sind dann auch die einzelnen Chancen, dass sie dann besser werden. Also bessere Ausrüstungsgegenstände zurückkommen oder Aufwertungsgegenstände zurückkommen. Ja, so ist das. So, und jetzt werden wir mal da drüben nochmal nachschauen, was es da so gibt. An Aufgaben, denn da war ja, glaube ich, nochmal irgendwo ein Herzchen. Ne, da oben war das Herzchen. Aber da gibt es einen Speer, der wird wahrscheinlich dann das Gebiet hier machen. Aber wir machen jetzt erstmal das. Wir gehen wieder in den Osten, denn wir haben da noch zwei Sachen und da oben haben wir noch einen Fertigkeitenpunkt, den brauchen wir auch noch. Und dann werden wir wahrscheinlich hoffentlich Level 12 sein, beziehungsweise wir werden irgendwie bessere Eigenschaften bekommen, damit wir Barazilak ein bisschen erledigen können. Und hier ist ein Späher, der aber gar nicht hier aufgeführt ist. Das finde ich glatt komisch. Naja, was ist denn das für ein Tier? Ist das ein Heilig? Sieht komisch aus für ein Heilig. Naja, auf jeden Fall fragen wir ihn mal, was er so zu sagen hat. Danke für eure Hilfe. Der Kampf gegen die Crate wird andauern, doch eure Bemühungen haben dem Zopatl-Stamm neue Kraft gegeben. Nun können wir uns den Prüfungen stellen, die auf uns warten. Gut, warum das hier ein Speer ist, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr uns auch wirklich nur auf das aufmerksam machen, auf diese Crate-Hexe aufmerksam machen, die wir ja die letzte Session gemacht haben. Mehr oder weniger gemacht haben.
Das war eher ein aussichtsloser Kampf, der dann zum Glück am Ende doch noch gewonnen wurde, sag ich mal. Und jetzt gehe ich einfach mal die Küste entlang. Das sind ja alles nicht aggressive Moa bzw. nicht aggressive Tiere. Und da muss dann irgendwo dieser Aussichtspunkt sein. Da oben, da habe ich gerade so eine kleine Fahne gesehen. Jetzt auch wieder ein bisschen dunkler. Und da ist wieder diese Wand. Was ist denn diese Wand? Neues Event in der Nähe. Das ist da unten. Champion der Sonne. Drei große Bestien sind noch übrig. Besiegt sie, um den Heideck zu helfen, die Sonne zu ehren. Naja, schauen wir erstmal, was der Späher hier zu sagen hat. Nur die Quaggan aus Sorgos Ort und die Heileck der Hazupelgründe stehen zwischen den Kreid und der Herrschaft über die Quetzalbucht. Aber keiner der Parteien kann gegen die Kreid siegen. Wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten ein, aber der Schutz der Bucht nützt auch uns. Befriedet diese Gegend und wir stehen in eurer Schuld. Das habe ich vor, aber dich habe ich... Nur die Quaggan aus Sorgos Ort und die Heileck der... Tja, dich habe ich als Rassin wirklich noch nie gesehen. Was bist denn du? Bist du ein Adler? Adler auf Füßen, auf zwei Beinen, naja. Auf jeden Fall sieht das so aus, ob die Bucht hier dann der nächste Zugang zum nächsten Gebiet wäre. Aber jetzt gehen wir erstmal da hoch. Ah, das ist wieder ein klassisches Jump'n'Run. Ich hoffe, der Server spielt mit. Nicht, dass ich jetzt wieder geportet... Ich werde ja auch immer nur geportet, wenn Kämpfe sind. Sonst werde ich ja nie wirklich geportet. So. Oh, das ist ja wirklich, wirklich interessant, dieser Aussichtspunkt. Damit ich da hochkomme, muss ich wirklich hier balancieren. Anders komme ich da nicht hin. Das habe ich geschafft. Mhm. Hüpf. Champion mache ich später, beziehungsweise schaue ich mal später, wenn ich die überhaupt besiegen kann. Das ist die andere Sache. So, da ist er. Wir haben es geschafft. Wundert mich fast. Und da drüben war ja, glaube ich, das mit den Hylex und der Kratexe. Schauen wir uns aber erstmal hier die Gegend ein bisschen an. Was ist diese Mauer da? Das sieht schon interessant aus. Da ist ein Tor. Was auch immer das sein mag. Vielleicht in eine neue Gegend oder sowas. So. Wieder einen Aussichtspunkt wettgemacht, sagt man ja. Und da ist irgendwo diese Sehenswürdigkeit. Kann ich da runterspringen? Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh. Ja, hat funktioniert. Letztes Mal bin ich auch wo runtergesprungen und dann, war ich tot. War nicht so toll. Aber, naja.